Hallo, Fremanis, Hexi, People da draußen am anderen Ende der Internetleitung. Mein Name ist Richard Mongeli und wir spielen Minecraft. Alpha 1.0.4? Boah, ich hab's richtig gesagt. Released am 9. Juli 2010. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal etwas, was wirklich Langzeitprojekt Dings werden soll, weil darauf habe ich gerade irgendwie so richtig Bock. Und ich habe vor, das auch wirklich durchzuziehen. Das heißt, wenn man mal jetzt zurückblickt, Juli 2010, das ist 5,5 Jahre her. Ich bin schon über 5,5 Jahre erstmal damit beschäftigt, das zu spielen. Und um nicht lang rum zu ärgern, fangen wir einfach mal an und schauen, wo wir spawnen. In einem Sandloch. Ich muss die Maus Geschwindigkeit irgendwie versuchen hochzustellen. Kann ich nicht. Fuck. Okay, dann machen wir das über die DPI. Ah, besser. Ist ein. Boah, Hammer. Oh, der Spawn gefällt mir. Hier sind schöne Bäume. Richtig nice Berge. Und wir haben hier auch Schweine. Das ist cool. Okay. Ja, also wie gesagt, ich werde schon sehr ewig damit beschäftigt sein. Funktioniert das? Oh lol, man kann ja noch Items. Oh, wie schön. Oh Gott. Ja. Es ist schon schön. Leider haben wir keine Sounds. Das ist etwas schade. Und ja. Oh weia. Wir werden auch später mit Texture Pack spielen. Also wenn ich es zum Laufen kriege. Und zwar mit dem Texture Pack, in dem ich immer spiele. Nämlich Minecraft von Honeybob. Das Tolle ist, dadurch, dass ja früher das alles auf also bis zur Version 1, Minecraft Version 1.5. Oh, lol, die Blätter decayen ja. Ey, das ist ja toll. Ja, egal, bis zu dieser Minecraft-Version war es ja eben früher eigentlich so, dass. Gott, wie sage ich das jetzt am besten? Dass, ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll. Dass. Genau, dass sehr viele Texturen auf einem einzigen Bild drauf waren. Das heißt, wahrscheinlich die ganzen Minecraft-Texturen, die wir hier so sehen, waren wahrscheinlich ein Bild, wo halt die einzelnen Texturen drauf waren. Und ja. So sieht das, also so sah das dann halt aus. Und mit der Zeit wurden dann halt immer mehr Texturen dazu gepatcht. Und ich glaube, dass man da, also ist tatsächlich jedes Texture Pack. Also ich habe eigentlich mal eins für die Beta 1.2 gesucht und hatte dann aber eins von der Minecraft-Version 1.2 und es hat trotzdem ohne Bugs funktioniert. Deswegen habe ich mir einfach mal das 1.4er Texture Pack runtergeladen und werde das so bald wie es geht reinfügen und hoffe, dass es funktioniert. So, da vorne sind schon mal Schafe, die wollen wir gleich mal kloppen. Oh cool, hier liegen noch Setzlinge rum. Wir spielen auf hart. Danke für die Wolle. Oh, danke. Klopp. Das war noch so toll damals. Oh je, die können ja runter. Ah, ja. Oh Gott, ich hab Angst. Gut, natürlich brauchen wir möglichst bald schon einen ersten Unterschlupf für die Nacht, weil es wird jede Menge Zeug passieren. Und wie ich das am besten mache, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ja, egal. Wir werden jedenfalls hier was Schönes bauen. Wir werden der Welt einen unseren Touch aufhäufen. Und wer den Members of Day Server kennt, der weiß, dass ich, was Bauen betrifft, immer hoffnungslos übertreibe. Und ich mir darin eben hier in dieser Welt auch etwas erhoffe. Nämlich, dass. Ja. Das was eigentlich?
dass ich halt über die Zeit hinweg auch mehr oder weniger mehr Zeug entwickeln kann. Das ist ja schon mal schön, dass das hier noch geht. Okay, man merkt, dass im Inventar die Geschwindigkeit deutlich zugenommen hat, dadurch, dass ich die DPI meiner Maus auf maximal gestellt habe. Jetzt craften jetzt erstmal eine Steinspitzhacke und ein St ja genau, eine Holzspitzhacke und ein Holzschwert. Aus dem einfachen Hintergrund, dass da Schweine rumliegen. Und ich die doch das Fleisch ganz gerne mitnehmen würde, wenn ich ehrlich bin. Und dann, Alter, die Berge, das ist so ein richtig geiles Terrain hier. Schau mal diese Gebirge an. Boah, das ist Hammer, die Map. Nom. Jeder, der das Spiel kennt, weiß natürlich auch, wie das damals abgegangen ist mit Essen. Man hat nämlich nichts. Und ja, es ist auf jeden Fall feierbar. Oh, hier unten ist auch gleich eine Höhle mit Kohle. Da werden wir es gleich mal rein verzupfen. Nom. Ja. Also die Haltbarkeit der Werkzeuge ist ja mal gar nicht vorhanden. 4, 5. Okay, wir haben schon 6 Schnitzel. Das sollte erst mal für eine Höhle reichen, denke ich. Also hoffe ich. Ja. Ne? So sieht's aus. Nice. Gut. Ja, also. Wie dem dann hier so ist. Erstmal ein bisschen Holz auffüllen, damit wir genug haben, wenn wir unten sind. Weil das ist ja immer so ein kleines Problem, dass man nie genug Holz dabei hat. Setzlinge haben wir aber jetzt aber nochmal definitiv schon genug dabei. Deswegen stürzen wir uns einfach mal in das Abenteuer. Aua. Oh Gott, ist das dunkel. Was ist das? Das ist, glaube ich, Kies. So. Wir haben Kohle. Ich glaube, die erste Aktion, die ich machen werde, ist definitiv Steinwerkzeuge craften. Nachdem wir die Kohle abgebaut haben und ein bisschen Stein. Und das Fleisch braten. Weil das ist wichtig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Werkzeuge hier irgendwie voll schnell kaputt gehen. Anscheinend. Dichtergrundmusik ist folgendermaßen. Also das ist eine Mischung aus so ziemlich allen Playlists, die ich habe. Damit es nicht eintönig wird. Ich habe nämlich nicht so viele Playlists. Die einen oder anderen wissen das ja vielleicht noch. Ich habe da den Rollercoaster-Soundtrack eingefügt. Dann die Playlist, die ich früher hatte. Also ganz früher, meinen ersten Videos, kennt man vielleicht noch. Tech Deck damals, Gott, das waren Zeiten. Und genau diese Musik habe ich in die Playlist reingefügt. Dann habe ich noch die geupdatete Version von dieser Playlist eingefügt. Die damals dann schon. Oh Gott, wo lief die denn? Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals wirklich verwendet habe. Doch, ich glaube, in Ultimate lief die. Ja, ich meine, in Ultimate müsste die gelaufen sein. Die Playlist, die ich jetzt meine. War auf jeden Fall auch ganz cool. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Fackeln. Einfach mal 40 Fackeln craften. Wir gehen einfach mal gleich in eine Höhle rein. Obwohl, es wird noch nicht dunkel. Alter, wieso haben eigentlich die Wolken so einen hässlichen Rand? Ist ja furchtbar. Okay. Gut, die Höhle war sehr ergiebig. Kann man schon mal feststellen. Auf jeden Fall feierbar. Oh je. Kommen die denn her? Das sind wie viele? Zwei. Oh je. Oh ja, da kommt jetzt schon wieder der PvP-Skiller. Aua. Ah! Ich bin ja gleich tot! Fuck! PvP-Skill am Arsch. Okay. Wir brauchen dringend ein Konzept, wie wir das angehen.
erstmal in die Höhle da hinten verkriechen. Heilige Scheiße. Wieso sind die so stark? Und ich bin definitiv nicht gewohnt, mit dieser FUV zu spielen. Lol, die haben ja gar keine Oberflächentext. Hä? Natürlich. Erstmal Essen machen. Oh Mann! Gottes Willen! Da bin ich ja gleich tot gegangen. Erstmal voll heilen. Und dann reduziert sich unser Essen von 6 auf 4. Das ist top. Boah, Wahnsinn. Ich glaube, ich lege immer noch ein Holz oder ein. Jo. Ne? Ist top. Ist auf jeden Fall feierbar. Wie viel Herzen generiert der Saft hier eigentlich? Keine Ahnung, ich wahrscheinlich 4. Ich hätte. Ja, 4 müssten es sein. Boah, das war schon mal ziemlich spannend. Aber ich freue mich schon, wenn mein Schwert mitten in so einem Kampf kaputt gehen wird. Ganz ehrlich, das erste, was passiert ist. Oh fuck, das kann man ja einfach so essen. Super, nie Essen in der Hotbar haben. Einfach nur. So. So. Okay. Gut, dann versuchen wir nochmal uns. Oh, jetzt wird es auch noch dunkel. Vor allem, weil ich Monster Spawn in anhab. Hier ist noch mehr Kohle. Man sieht halt einfach wirklich gar nichts. Okay, ich glaube, die Höhle ist nicht so nicht lang. Nee, sieht nicht so aus. Oh, doch, darum geht's, glaube ich. Geht's da um weiter? Ich sehe das gerade gar nicht. Ist jetzt auch erstmal egal, weil da vorne ist Kohle. Den nehmen wir natürlich mit. Also, ja. Was haben wir vor? Bauen. In erster Linie mal. Muss ja immer so bauen, wie es zeitgemäß ist, quasi. Das, was halt möglich ist, bauen wir. Was nicht möglich ist, fangen wir nicht an. Das ist so das Prinzip, das ich mir hier erhoffe. Weil es ziemlich cool ist. Weiß leider jetzt auch nicht mehr, also ich werde auch mit sehr viel Redstone arbeiten, zumindest was im Bereich des Möglichen ist. Auch möglichst zeitgemäß. Deswegen ist es natürlich sehr blöd, weil dass ich gar nicht weiß, wann die Pistons hinzugekommen sind. Dauert aber wahrscheinlich noch ein Jahr. ja. Geht's da um weiter? Ich sehe das gerade gar nicht. Ich sehe das halt wirklich gar nicht. Es wird auch übrigens alles aufgenommen, habe ich zumindest vor. Dass ich in dieser Welt nicht spiele, wenn ich nicht aufnehme. Oh, die Höhle geht weiter. Okay, dann graben wir uns einfach mal hier durch. In der Hoffnung, dass uns etwas Spannendes erwartet. Weil es cool ist, wenn uns etwas Spannendes erwartet. Okay. Hey. Das finde ich persönlich jetzt weniger geil, dass es da wieder an die Oberfläche geht. Ja, super. Diese Höhle, ne? Gut, dann nehmen wir uns schon mal Stein mit, weil Stein werden wir tonnenweise brauchen, befürchte ich. Wenn ich zumindest das baue, was ich vorhab, was ich bauen will, dann brauchen wir tonnenweise Stein und tonnenweise Holz und tonnenweise Steinwerkzeuge, um Holz zu fällen. Ich wusste doch, hier war noch was, hier war doch Kohle, habe ich doch gleich gesehen. Haha. Oh ja. Das ist doch schön. Gut. Also was als erstes wichtig ist, ist sich eine Fläche zu schaffen, auf der keine Monster spawnen, von denen man auch sicher ist.